Nur steht für Neue Ufer und ja, das ist ein Name, den sich meine Mitarbeiterinnen hier überlegt haben. So Neue Ufer, neuer Anfang, würde ich sagen. Also das ist so das, was ich immer mit assoziiere, wenn ich es höre. Die Menschen, die herkommen, wollen neu starten. They come with a lot of expectations to say, look, we are coming here, it's better life and better, it's just going to be smooth. But unfortunately, the reality is not what they have been expecting, and there's a lot of waiting, there's a lot of uncertainty of their stays, and there's a lot of, you know, negative responses from, you know, the asylum process. Ein Mensch, der vielleicht aus dem Gebiet kommt, wo schon Krieg herrscht, wo er vielleicht schon erlebt hat, wie enge Familienangehörige verstorben sind, macht sich auf dem Weg hierher und erlebt dann wiederum auch Gewalt, Hunger, Durst, also schwierigste Zustände. Und das soll dann der Mensch alles unbeschadet verarbeiten. Das geht nicht. We get people who are actually struggling on a daily basis, day-to-day things that we take for granted, waking up and getting something to eat. So you get situations like that, you know, they totally give up and they just don't want to do anything. Psychisch Kranke sind eine Gruppe hier in Deutschland, die einfach am Rande der Gesellschaft steht, die nicht integriert sind. Psychisch krank und noch ein Migrationshintergrund oder ein Fluchthintergrund ist ein doppelter Ausschluss aus dieser Gesellschaft. Unsere Klienten werden zu uns über Dritte geschickt und wissen nicht, was das für ein Termin ist. Deswegen kamen wir auf die Idee, dass wir in die Unterkünfte reingehen sollten und uns vorstellen sollten. Dann natürlich haben wir uns weiter Gedanken gemacht, wie sollen wir uns vorstellen. Mit der Zeit haben wir diesen Konzept entwickelt, das heute nur mobil heißt, wo wir das als Teegarten ankündigen, mit Tee und Kekse tatsächlich hingehen und über psychische Gesundheit reden. They have no idea that, you know, they don't even know what a psychologist is, for starters. So, you know, it's now trying to try and start from the beginning, basics really, to explain to them that we are psychologists, we are there for them to help them to talk about their issues, whatever issues, no matter how big or small. Die Idee ist im Grunde zu erreichen, dass das Gegenüber sich angenommen und wertgeschätzt fühlt. Wenn ich hier zum Beispiel höre, es ist eine Kultur, wo es einen Heiler gibt, kann ich sagen, gut, Heiler haben wir jetzt hier nicht so viele mehr. Wir haben psychologische Berater eingestellt. Die sind sowas Ähnliches und ich kann das dann so ein bisschen erklären. Ich kann sagen, der Heiler macht das und das, der Psychologe macht was ganz Ähnliches. Ich kann dann immer wieder das, was der Mensch kennt, in Verbindung bringen mit dem Neuen, was ich ihm jetzt anbieten möchte. My personal aim is mainly to get them to a point where they are able to cope, where they are able to take control of their own situations. Wir sehen es als ein sehr großer Erfolg, wenn die Menschen uns sagen, dass sie sich als Menschen angesehen werden und dass sie als Menschen von uns wertgeschätzt werden. We are here to hold your hand through this difficult time.